Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levelscard 1210. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute packen wir das Spiel WRC 9 oder World Rally Championship 9 aus für PlayStation 4. Warum habe ich mir das geholt? Einerseits, ich bin ein Rally-Freak, ich liebe Rally-Spiele. Andererseits, dieses Wochenende war die World Rally Championship zu Gast in der Türkei, in Marmaris, und die besten Fahrer haben sich gebettelt. Ich habe es live im Fernsehen gesehen und dann gesehen, dass auch diverse Rennkategorien, also WRC 3, da gab es auch türkische Fahrer, die mitgefahren sind, und das hat mich natürlich sofort mein Interesse noch gesteigert und ich habe es mir dann direkt gegönnt, das Spiel. Zu den Fahrern werde ich gleich noch was sagen. Das Spiel ist vor 3 Wochen, am 4. September, rausgekommen. Also noch ein relativ frisches Spiel für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Switch-Fassung, die soll später folgen. Und die Xbox Series X und PS5-Fassung werden dann auch kommen. Und das Besondere, was ich gelesen habe, falls ihr diese Version habt, die PS4-Version, bekommt ihr die PS5-Version gratis dazu. Genauso wie bei der Xbox-Version und der Series X-Version. Ja, das ist doch mal eine nette Sache. Und ja, dann schauen wir uns mal die Beschreibung an. Ich habe es mir übrigens von Müller geholt mit 10% Gutschein, also hat es mich knapp 50 Euro gekostet. Ich denke, das ist ein guter Preis für ein relativ frisches, neues PlayStation 4 Spiel mit einem Inhalt, was mich total interessiert. So, alle offizielle Inhalte der Saison 2020, die Referenz für Offroad-Simulationen, mehr als 100 Wertungsprüfungen und 3 neue Rallyes sind mit dabei. Erstelle deine eigenen Meisterschaft online. Ja. Wie gesagt, neben WRC, die ganzen Teams, ist auch die WRC 2, WRC 3 und Junior WRC mit von der Partie. Und gerade WRC 3, ich hoffe, dass auch diese türkischen Fahrer dabei sind, denn es sind insgesamt über 50 Teams enthalten. Und die 3 neuen Rallyes, von der hier die Rede ist, sind Japan, Neuseeland und Kenia. Die sind neu. Letztes Jahr ist ja die Turkey Rally dazugekommen. Ist auch hier dabei, hoffe ich doch mal. Davon wird es auf jeden Fall ein Level Sock geben, Freunde. Ja, sowas lasse ich mir nicht entgehen. dazu gibt es noch 15 Bonuswagen-Legenden, wie zum Beispiel den Porsche 911 GT3 und so weiter und so fort. Ja, dann schauen wir uns mal die Beschreibung noch näher an. 1 bis 2 Spieler können Singleplayer zocken, 2 bis 8 Spieler im Online-Modus. Es braucht 24 GB auf eurer Platte. DualShock 4 Vibrationsfunktion, HD-Videoformate, unterstützt Remote Play und PlayStation 4 Pro. Ja, übrigens, die Sieger der Turkey Rally 2020, wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet, einfach jetzt Ohren zuhalten. Ansonsten hat die Rally der britische Fahrer Evans gewonnen. Evans heißt er, guter Mann, hat er gewonnen, und auf dem 2. der belgische Fahrer Neuville und auf dem 3. Platz ein guter Bekannter, Sebastian Loeb, davon gibt es ja auch ein Rallye-Spiel, hat den 3. Platz erreicht. Und jetzt zu den türkischen Fahrern, Freunde. Also wie gesagt, in der WRC 3 Kategorie haben sich Avci und Vatan Sever, das sind die beiden Fahrer, in ihrem Citroën C3 auf Platz 11 gekämpft und auf Platz 13 Chukurova und Akçay in ihrem Skoda Fabia. Ja, von insgesamt 18 Fahrern haben diese beiden
Fahrzeuge für die Türkei halt eigentlich, ja, finde ich nicht schlecht. Natürlich wäre es besser, Podiumsplatz, aber gerade in der WRC ist das auch nicht so, gar nicht so einfach, finde ich. Ich werde auf jeden Fall Links zu Highlights von der WRC Turkey Rally unten verlinken. Könnt ihr euch mal die Rally in echt anschauen. So Highlights zumindest. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Eigentlich wollte ich erst auf die PS5-Fassung warten, Freunde, aber da man die angeblich kostenlos sowieso bekommt, wenn man die PS4-Fassung hat, braucht man nicht zu warten und kann das direkt so holen. Sonst später dann auf der PlayStation 5 oder Xbox Series X zocken. Na komm. Boah. Zack. Da haben wir es geschafft. Ich guck noch mal kurz rein. Ja. Nicht, dass da irgendwelche Codes drin sind. Ja. Also keine DLC-Codes für irgendwelche Fahrzeuge. Die Bonusfahrzeuge sind wohl mit drauf. Es ist drin Werbung für WRC Plus. Kann man dann im Stream live anschauen. Die ganzen Rallye-Veranstaltungen, unter anderem auch Rallye Turkey, die, wie gesagt, dieses Wochenende dort war. Ne? Und dann haben wir hier noch irgendwelche Werbung zu Playseat und noch so einem Lenkrad ist dabei. Und hier ist die Disc. Schlicht, aber cool. So, Leute, ich bin total heiß auf Rally. Ich bin... Oh, ich sollte mir vielleicht auch den letzten Teil holen, also den WRC 8 Teil. War ja für mich eine kleine Enttäuschung, als ich bei WRC 7, habt ihr ja vielleicht im Gameplay gesehen, keine Turkey Rally gesehen habe. Aber seit letztem Jahr sind die mit von der Partie. Und auch hier ist es drin, weil es ja ein offizielles Spiel der World Rally Championship ist. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, Kommentar da lasst oder ein Abo. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.